Hallo ihr Lieben, heute wieder Neues aus der Werkstatt. Was gibt's heute zu sehen? Wir haben heute Christoph Pauls Auto, stimmt, den Fiat 500, der da schon in der Ecke steht, genau. Der läuft nicht, der knallt, der ruckelt. Probefahrt ist heute nicht, weil es ist am Regnen wie die Sau. Dann haben wir noch Adnans Auto, oder besser gesagt, Adnan hat sich einen Mercedes gekauft von einer Kundin, wo ein Motorschaden war in dem Wagen und die hat Adnan den verkauft und war sehr glücklich, dass sie den genommen hat. Und da ist die Hinterachse durchgerostet und wie die Geschichte geendet hat, weil wir uns da mit Mercedes auseinandergesetzt haben, das erzählen wir gleich. Aber kommen wir nochmal an Anfang zurück. Ihr könnt euch an Brände erinnern. Wir sind ja ziemlich aktiv in Sachen Flutopfer. Vor Ort sind andere Menschen, die helfen können. Wir nutzen einfach unser Sein dafür, dass wir die Leute finanziell unterstützen mit eurer Hilfe. Und da möchte ich eine kleine Anekdote erzählen. Also erstmal guckt mal, das ganze Geld, wo das so hingegangen ist und was da mit passiert ist. Frage an dich. Hallo Alex. Hi. Du wolltest ja immer meinen Grünen haben, ne? Ja. Grün kann ich dir leider nicht bieten. Warum? Was ist denn von dem? Hier, komm, ich geb dir gerade den Schlüssel. Das ist geil. Nein, Leute, ich bin. Nein. Nein, das ist dein Auto. Dein Auto. Du Fahrersleid ist hier. Oh, setz dich mal rein. Setz dich rein, bitte. Langsam. Ich konnte dir leider nicht mehr putzen, weil ich habe ihn gerade erst abgeholt. Da sieht man die ganzen Leute, wie glücklich die sind, wie die so ihre, ja, die Brände hat das dann übergeben. Das sind alles verschiedene Menschen, alle aus Odendorf und der Umgebung. Die haben da wirklich Leute ausgesucht, die es wirklich bitter nötig haben. Und vor allen Dingen ist es so, dass die Spenden eben dort direkt an die Menschen geht. Und es nicht irgendwelche Gebühren gibt oder sonst was. Man hört ja böse Sachen, dass die Organisationen, die natürlich auch leben müssen, aber dass die da ganz schön Geld abzwacken, wo ich das sehr schwer beurteilen kann. Aber ich meine, wenn man irgendwie so ein paar Millionen zurückhält, weil es so und so viel Prozent sind, finde ich komisch. Aber kann ich nicht genug zu sagen. Bei uns ist es so, es kommt hier anders Geld und es gibt direkt weiter. Und diese Menschen dort sind alle ganz doll glücklich. Wir machen weiter. Wir helfen weiter. Jetzt kommt der Winter. Denen fehlen wirklich unglaublich viele Sachen. Die müssen Heizungen haben. Teilweise gibt es immer noch keinen Strom. Es gibt dort Dörfer, wo wirklich noch überhaupt noch nichts an Infrastruktur steht. Gestern kam dann ein Mensch hier vorbei, kam mit seinem Motorrad hier angefahren und gab dem Cedric einen Umschlag und sagte, eine kleine Spende für die Flutopfer. Gab das einfach ab. Und ging wieder. Und ich komme gestern Abend hier ins Büro und er sagt, Papa, guck dir das mal an. Der wollte nichts, der hat einfach nur den Umschlag abgegeben. Er wollte noch nicht mal so ein Bild von uns mit mir sprechen oder irgendwas. Der ist einfach direkt wieder abgehauen. Und guck mal, der hat uns mal gerade schlappe 500 Euro gegeben. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für das Vertrauen, das ihr uns gegenüberbringt. Dass wir uns auch wirklich darum kümmern, dass das Geld an den richtigen Platz kommt. Und das tut es. Da stehe ich mit meinem Herzen und Hans-Jürgen auch mit seinem Herzen, dass dieses Geld an den richtigen Punkt kommt. Wir sind am Sammeln und dann werden wir Brenda noch mal einladen. Und ihr habt ja gesehen, die Bilder, wie toll das ist, wenn man Freude machen kann. Und dafür machen wir das. Weiter hat uns hier der Thomas, der hat einen Kfz-Betrieb, hat uns etwas geschickt, was wir versteigern. Er
Ich habe selbst noch nicht ganz ausgepackt. Ich habe nur reingeguckt und habe gedacht, lecco mio, das hat er selber gebaut. Und er schreibt, ich bin aus dem österreichischen Waldviertel nahe der tschechischen Grenze und habe da eine kleine Werkstatt. Ich habe in den zahlreichen Videos, die mit Abstand die besten sind, was es gibt, von eurem Einsatz für Flutopfer oder auch die DKMS gesehen und möchte mich mit beteiligen. Vielen Dank dafür. Da habe ich mal was fürs Auge gebaut. Also was gebaut, und das, wir packen es das gleich mal aus. Ich habe es, wie gesagt, selbst noch nicht gesehen. Das Teil, das in dieser Verpackung ist, bitte möglichst vorsichtig auspacken. Ich würde mich freuen, wenn ihr es versteigern könnt und den Erlös, wie damals von den schönen Ventildeckellampe, auch spenden könntet. Das tun wir sehr gerne. Und das müssen wir neu aufbauen. Wir wollen das. Wir haben ja viele geschrieben nach dem Ventildeckel, dass man es amerikanisch versteigern soll. Das amerikanische Versteigern dann doch noch ein bisschen mehr Kohle reinbringt. Aber da müssen wir uns drum kümmern. Ich will es jetzt nur schon mal zeigen, weil wir es gerade bekommen und ich total begeistert bin, was ich bis jetzt gesehen habe. Würde mich freuen, wenn ich sehen könnte, wo es hinkommt. Wirst du. Schöne Grüße von einem eurer größten Fans, Kfz-Service, Kalicek Thomas aus Fitis. PS, vielleicht sehen wir uns ja mal, wenn ihr in meiner Gegend seid. Bier und auch was zu futtern ist reichlich da. Ja, tschechische Grenze. Vielleicht machen wir dahin mal einen Ausflug. Also, packt es mit mir zusammen aus. Er hat es ganz vorsichtig eingepackt. Vorsichtig, kein Glas. So, schaut euch das an. Ist wirklich ganz vorsichtig. Ach Gott, das habe ich noch gar nicht gesehen. Lecker. Uhr gebaut. Oh, der Sekundenzeiger. Müssen wir noch zusammenbauen. Wow. Ey, das ist ein Carbon. Eine Carbonscheibe ist das. Ist das von einem Porsche oder halt? Ach, guckt euch an, wie das gebaut hat. Leck mich an die Tür. Hier vorne die Zeiger drauf. Ich möchte das jetzt nicht kaputt machen, deswegen bin ich jetzt, das müsste sogar schon vorher drauf sein. Das ist dann der Stundenzeiger sehr wahrscheinlich. Wow, also, das versteigern wir sehr gerne. Wir unterschreiben das natürlich auch noch. Da kommt von uns auch noch eine Karte dabei. Wir branden das so ein bisschen auf die Autodoktoren. Aber Thomas, also ich muss es echt vorsichtig zusammenbauen. Das ist wirklich richtig, richtig, richtig geil. Boah, ey, mit wie viel Liebe, guck dir das an. Das Ding gebaut ist. Großartig. Vielen Dank dafür. Wie gesagt, wir werden das amerikanisch versteigern, die Uhr, und gucken mal, dass da viel Kohle bei rumkommt. Das werden wir mal extra nochmal anteasern, aber in den nächsten 2-3 Wochen werden wir das schon machen. Und dass wir der Brenner wieder Geld geben können oder vielleicht noch andere Projekte unterstützen. Wir müssen einfach mal schauen. Wir sind auch sehr froh, dass wir den Brenner und den Michael haben, die dort vor Ort sich um das alles kümmern. Danke dafür. So, okay. Genug gelabert, legen wir los. Christophs Auto, der hat ein Problem, der Wagen hat keine Leistung. Ich bin da gestern mit gefahren, aber bei dem Wetter werde ich da nicht rausgehen mit dem Wagen, auf gar keinen Fall. Es regnet wie die Sau. Der läuft recht bescheiden, ruckelt und wackelt. Da hatten wir ja mal vor ein paar Monaten die Zündung eingestellt und Bob trinkt wieder aus. Ja, also das war jetzt gerade Vollgas, was ich gegeben habe. Und das, was ich schon bestellt hatte, war hier, guck mal hier, die Verteilerkappe, da ist alles ganz lose.
dass wenn die Zündung dann nicht richtig stehen würde. Oder dass es hier in der Verteilerkappe liegt. Schauen wir mal, wie die Zündung steht. Obwohl wir die ja eingestellt hatten vor ein paar Wochen. So, gucken wir mal hier. Das ist hier eine Zündlichtpistole. Da greifen wir hier vorne den ersten Zylinder ab. Ich habe gerade neu gekauft. Weil es einfach immer wieder und mehr wird, dass wir Oldtimer reparieren. Dann gehen wir hier am Plus. Und wenn ich jetzt hier am Minus gehe, müsste die Lampe eigentlich angehen. Da. So. Und in dem Moment, wenn hier der Funke durchgeht, können wir dann nach vorne gucken. Also dieser rote Strich, der muss genau da stehen. Auf der anderen Seite ist auch eine rote Markierung. Also die Zündung stimmt auf jeden Fall. Könnte natürlich auch sein, dass der irgendwie... Aber wisst ihr, was wir machen? So, guck mal, der setzt der hier aus. Jetzt geht's. Hauptsächlich, wenn wir Gas geben, wenn der Magen das Gemisch kriegt. Okay. Also die Zündung so stimmt erstmal. Da müssen wir mal schauen. So lange hat der Christoph den Wagen ja auch noch nicht. Die Verteilerkappe, das habe ich auf jeden Fall schon besorgt. Das machen wir jetzt gleich mal neu drauf. Ich möchte jetzt nur noch mal gerne gucken, wenn wir... Da müssen wir hier so ein bisschen hemdsärmlich arbeiten. Wenn der diese Aussätze hat, welche Zylinder da aussetzt. Ich gehe da mal eben so ein paar Teile holen. Ich habe hier kleine Dioden. Das ist für so eine Reparatur ganz geil. Fragt bitte nicht, wo ich die her habe. Die habe ich mal im Internet gekauft. Und jetzt werden wieder 1000 Leute fragen, wie geil ist denn das? Wo kriegt man die her? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Wenn ich die suche, finde ich die auch nicht mehr. Also der Zündfunke wird ja hier in der Zündspule produziert. Geht hier rüber. Hier innen drin ist es noch ein Zündkontakt. Dieser Zündkontakt schließt. Es baut sich hier ein Magnetfeld auf, geht auseinander und in dem Moment wird ein Funke induziert. Der läuft hier lang und wird hier auf die zwei Zylinder verteilt. Also sein Zweizylindermotor. So, und jetzt schauen wir mal. Wir gehen hier durch. In dem Moment, wenn der Zündfunk hier ankommt, gucken wir mal, ob die blitzen oder ob ein Zylinder aussetzt. Da irgendwie. Früher hatten wir Zündoszilloskopen, aber da habe ich leider keins mehr. Jetzt gucken wir mal, Gas geben, ob hier was aussetzt. Ist da. Gut. Schauen wir uns mal die Zündkerzen an, wie die aussehen. Also dieses Knallen heißt eindeutig, der schießt auf jeden Fall in die Ansaugbrücke rein. Das heißt, der Zündfunke kommt im falschen Moment. Könnte jetzt sein, dass die Zündspule eine Macke hat, könnte sein, dass der Kondensator eine Macke hat, könnte sein, dass der Zündkontakt eine Macke hat. Ich schaue mir das jetzt auf jeden Fall mal an, welcher Zylinder das ist, indem ich mal die Kerzen rausnehme. Und dann schauen wir mal, auf welchen Zylinder das kommt. Weil diese Uhr ist echt der Hit. Sowas von geil. Ich gleich schon wieder an. Ich räume jetzt erstmal ganz kurz die Uhr weg. Ich räume das erstmal weg. So.
Uhr weggeräumt. Nehmen wir mal die Zündkerze raus und gucken uns mal die Zündkerze an. Mit Zündkerzenbild kann man schon ganz viel erkennen. Und ist auch witzig, ne? Zwei Zylinder. Der ist auf jeden Fall CO2-neutraler als manche andere Wagen heutzutage. Obwohl, ich weiß gar nicht, was der hier verbraucht. Ich glaube, der hat irgendwie 21 oder 22 PS. Okay, das sieht jetzt nicht außergewöhnlich aus. Aber schwer ist er. Die ist ein bisschen, scheint ein bisschen fetter verbrannt zu haben. Ach, leck mio. So. Seht ihr den Unterschied? Scheibenkleister muss ich so halten. So, seht ihr den Unterschied? Kann man sofort erkennen. Patrick, siehst du einen Unterschied? Die Größe? Das ist eine falsche Kerze drin. Da ist eine falsche Kerze drin. Den Fiat gibt es mit Kurzgewindekerzen und mit Langgewindekerzen. Deswegen hat er ein anderes Bild. Also es steckt im Prinzip die Kerze tiefer im Brennraum drin. Da kann der Glück haben, hat er echt Glück gehabt, der Chris hat, oder der Typ, der das da reingeschraubt hat, dass der Wagen nicht so hoch verdichtet ist, weil sonst hätte die Kerze den Kolben kaputt geklopft beim Starten. Junge! Ja, das wird schon unser Problem gewesen sein. Gut, ich besorge eben neue Kerzen. So, zwei neue. Ist auf jeden Fall die kurze Ausführung sind die richtigen. Unglaublich. Der Hammer ist, dass der Motor nicht kaputt gegangen ist davon. Und was ich mich wundere ist, mein Herr Christoph ist damit ja jetzt schon eine ganze Zeit lang gefahren. Das kann ja eigentlich nicht sein. Warum? Also entweder hat die irgendjemand jetzt reingeschraubt oder der Christoph lässt den Wagen ja nur bei uns reparieren. Dann hätte das ja schon immer so sein müssen. Ja, okay, gut. Gut, dann probieren wir aus. Starten. War es nicht. Mein, klar ist, dass das ein Fehler ist. Ne? Das ist immer eindeutig und ganz klar. Weil die sitzt ja an einem ganz anderen Punkt, aber es hat ihm scheinbar nicht so viel ausgemacht. Okay, dann machen wir die Verteilerkappe runter. Machen die Verteilerkappe neu und den Finger neu. Das habe ich das letzte Mal schon gesehen, weil die auch so hin und her wackelte. Und hier der Finger, kann man ja auch sehen, hier an der Stelle ziemlich angebrannt ist. Und hier ist der Zündkontakt. Gucken wir uns den direkt nochmal an. Ich meine, der steht ein bisschen weit auseinander. Okay, das könnte es natürlich auch sein. Aber machen wir erstmal hier den Verteilerfinger und die Verteilerkappe. So ist so meine Devise immer, erst eins reparieren und gucken, Ergebnis schauen. Und nicht einfach drauf los reparieren, alles neu machen und dann weiß man hinterher nicht, was gewesen ist. Aber der Kontakt sieht schon so aus, als wenn der eingestellt werden muss. Aber sage ich gleich noch was zu. Vielleicht hat er sich wirklich so weit verstellt. So, mal erstmal die Kappe drauf. So, ne, die ist jetzt auch stabiler drauf. Ne? Ja, die wackelt noch ein bisschen, aber vorher konnte man das ganze Ding ja so hin und her
drehen. Und wenn man das dann so hin und her drehen kann, dann stimmt natürlich auch der Zündzeitpunkt nicht. So. Oh, sieht jetzt nicht so schlecht aus. Der Finger war eher so das Problem. Das kann der Christoph sich schon mal auf Seite tun, als irgendwo mal in den Alpen liegen bleibt. Okay. Schauen wir, ob es besser geworden ist. Schauen wir uns den Zündkontakt an. Also, hier sind wieder Fehler. Ich meine, das war klar, das ist auch klar. Schauen wir uns den Zündkontakt an. Ich habe jetzt keinen neuen Zündkontakt da, aber zur Erklärung. Im Prinzip ist das heutzutage bei den Fahrzeugen nicht anders, nur dass das heutzutage von einem Transistor das Magnetfeld auf und zu ab und aufgebaut wird. Ich erkläre euch jetzt mal ganz genau, wie es früher bei den Autos war. Früher musste so ein Zündkontakt alle 10.000 Kilometer getauscht werden. Also als ich angefangen habe in der Ausbildung, hatten wir vorhin Käfer, ne? Alle 7.500 bis 10.000 Kilometer Ölwechsel, Zündkontakte, Zündkerzen, Zündung einstellen, Vergaser einstellen. So, das war so üblich. Und so ein Zündkontakt muss einen gewissen Abstand haben. Ich habe jetzt mal vorne einen Gang eingelegt, damit ich ihn schieben kann. So, jetzt schließt er den Zündkontakt. So, wenn er jetzt geschlossen ist, jetzt baut sich hier innen drin ein Magnetfeld auf. Wenn das Magnetfeld zusammenbricht, dann induziert die Primärspule in die Sekundärspule eine Spannung, weil die eine Spule mehr Wicklung halt als die andere Spule. Kann man jetzt sehen, wenn ich jetzt hier den Kontakt auseinander mache, da kann natürlich wieder sein, dass ich anfange zu zappeln. So, und jetzt hier auseinander machen, müsste da vorne ein Funke kommen. Gesehen? So, patsch. 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 Ne? Also, der Strom fließt dann hier durch auf Masse. Magnetfeld baut sich auf. In dem Moment, wenn ich das Magnetfeld zusammenbrechen lasse, wird eine Spannung induziert, die zwischen 10.000 und 15.000 Volt ist. Aber nicht so viel Strom, deswegen ist das nicht so gefährlich, tut nur ganz kurz weh. So, und heutzutage bei den Fahrzeugen ist das eigentlich genau das Gleiche, nur dass das jetzt keinen Zündkontakt mehr macht, sondern es gibt ein Kennfeld, in dem Steuergerät ist ein Kennfeld hinterlegt und das öffnet und schließt. Also öffnen und schließt, Quatsch. Dieses Kennfeld, dort gibt es lenkt dann Transistoren. Diese Transistoren schalten den Zündfunken. Also das Magnetfeld baut sich auf, sind immer noch Spulen und bricht zusammen. Und das wird von Transistoren geschaltet, nicht mehr von Kontakte. Transistoren haben keinen Verschleiß. Kontakte musste man früher immer wieder tauschen. Dann gab es ja dann auch andere Verteiler mit Hallgeber, mit Induktionsgeber und das war dann schon elektronische Zündanlage, die arbeitete dann auch sauberer, es gab keinen Verschleiß. Weil in dem Moment, wenn der Kontakt nicht richtig steht, verstellt sich dann auch die Zündung. So, und so wie das hier aussieht, ist der Kontakt ganz schön daneben. Der Kontakt ist geschlossen und er liegt da überhaupt nicht mehr auf, da an der Stelle. Ja, das hat natürlich auch ein bisschen Spiel, der Verteiler. Dann öffnet er natürlich auch wieder nochmal ein bisschen anders, aber dann ist er ein bisschen rustikaler hier. Aber der müsste normalerweise da an der Stelle anliegen. Das heißt, der Kontakt muss einen ganz genauen Abstand haben und den stellen wir jetzt mal ein. Das heißt, wir müssen den jetzt, ich habe jetzt einen Gang drin, jetzt drehen wir den, bis der Kontakt öffnet. So, jetzt ist der Kontakt offen. Ne, also im Prinzip, ich drehe mal zurück, damit ihr das nochmal seht. So, jetzt ist er geschlossen. Und jetzt machen wir ihn auf und in dem Moment, kann man gucken, warte, wo haben wir hier die?
dem Moment, wenn der jetzt aufgeht, wenn der Nocken den da aufschiebt, entsteht hier ein Funke. Das krieg ich schon nicht hin. Müsst jetzt Hilfe haben. Aber im Prinzip macht der Nocken genau das. Er öffnet und er schließt. Komm, wir probieren es nochmal aus. So, mal gucken, wenn wir jetzt den Wagen schieben. Patsch, habt ihr gesehen? Hat es kurz einen Funken gegeben. Ganz kurz an der Stelle. Ja, auf jeden Fall kann man so schwer sehen. Jetzt ist der Kontakt geöffnet. Und jetzt, dieser Abstand dazwischen, dürften jetzt nur 0,4 mm sein. Dann haben wir jetzt hier eine Fühlerleere. 0,4 mm. Damit werden auch Ventile eingestellt. So. Und wie bei den Ventilen muss diese 0,4 mm, wenn wir das jetzt einstellen, da saugend durchgehen. Wir gucken uns mal den Kontakt sowieso an. Die Kontaktflächen. Ja, okay, geht noch. Kontaktfläche. Oh, jetzt hat es wieder geblitzt. Die Kontaktfläche geht noch. Also den kann man noch benutzen, den Kontakt. So, und jetzt schauen wir mal. Diese 0,4 mm müssten jetzt da saugend durchgehen. Ich muss mal eben die ausmachen, die Zündung, weil sonst fange ich gleich auch noch an zu zappeln. Nichts saugend. Das ist ganz viel Spiel. Ich guck mal. Nee, ich guck mal gucken. Ist aber 0,4 mm. Ich nehme mal. Wie hoch ist die Kamera denn hier? 0,6 mm. Ob der da durchgeht. Also wir stellen diese 0,4 mm jetzt ein. Da wird der Patrick mich jetzt verhassen, dass ich jetzt da mit der Taschenlampe wieder reingehe, weil er da nicht so viel sehen kann. So, und dann kann man den da verstellen. Seht ihr? Auf. Zu. Auf. Zu. So, und jetzt gucken wir, dass wir da die passenden 0,4 mm hinkriegen, dass die Saugung da durchgehen. Spannend. So, perfekt. Jetzt mal ziehe ich den fest. Wenn man den festgezogen hat, dann nochmal überprüfen, ob es gut ist. Wunderbar. Haben wir den Kontakt eingestellt. Dadurch, dass wir den Kontakt eingestellt haben, müssen wir natürlich jetzt auch die Zündung wieder einstellen. Weil wenn wir den Öffnungswinkel von dem Kontakt verändern, verändern wir auch immer den Zündzeitpunkt. Und dann stellen wir den jetzt eben ein. Und noch ein bisschen, ich brauche noch ein bisschen Fett für an den Nocken. Da, wo dieser Nocken immer auf diesem Bakelit drauf trifft, da gibt es dann auch einen gewissen Verschleiß. Deswegen tun wir da ein bisschen Fett dran, dann ist der Verschleiß geringer. Und irgendwann so 4.000, 5.000 Kilometer, aber die Fette kriegst du sowieso nur in 3 Jahren.
wären wir da. Jetzt haben wir die Locken da schön gefettet. Alles gut. Verteiler Finger drauf. Verteiler Kappe drauf. Das ist mal ein bisschen strammer hier. Ein bisschen eine Schniefnase gerade. Ein bisschen belegte Stimme. So. Einmal. Und. Oh Gott. Das ist aber auch geil gebaut, ey. Zweimal. Super. Fest. Kappe drauf. Verteiler lösen. Jetzt schon wieder einstellen müssen. So. Und dann schauen wir mal, von damit ans Laufen gekriegt haben. Ich denke aber, das wird es gewesen sein. Oh. Gang sollte man raus tun, ist einfach geiler, ne? Das so. In heutigen Autos, wenn heutigen Autos macht, ist man direkt irgendwo in der Wand drin. Ich habe jetzt im Prinzip den Verteiler gedreht. Ihr müsst euch vorstellen, als ich jetzt den Verteiler drehe, kommt natürlich der Verteilerfinger früher oder später an den ersten Zylinder dran. Und so stellt man die Zündung ein, dass der Zündzeitpunkt genau auf dieser Markierung ist. Das sind, glaube ich, 7,5 Grad vor OT. Das heißt, bevor der erste Zylinder oben ist, 7,5 Grad davor, weil es eine Zeit lang dauert, bis sich diese Flammenfront entwickelt hat. So. Jetzt ist das soweit, jetzt schauen wir mal, läuft. Das war's. Das war's. Jetzt entfaltet er seine volle 21 PS. Da freut er sich. Super. Dann würde ich sagen, Kiste aus, Probefahrt mache ich, wie gesagt, heute nicht mehr. Aber man sieht, er nimmt ganz anders Gas an, knallt nicht mehr. So einen kleinen Verschlucker hat er immer. Das gehört dazu. Aber das wird es gewesen sein. Probefahrt, wie gesagt, morgen bei so einem Wetter fährt man nicht mit so einem Auto. Aber obwohl, der ja sehr praktisch ist, wenn man irgendwo unterwegs ist und es fängt an zu regnen, kann man ja wegtragen. Da wird er gar nicht nass. Ne? Kann man eine Folie drauf tun und wegtragen mit der Größe. So, dann würde ich sagen, tun wir den Wagen auf Seite. Stellen wieder unten auf unsere Privatplätze, dass er geschützt ist. Und hol mal Adnans Auto rein. Den Mercedes, das ist echt eine Mega-Geschichte. So, und da will ich mal ein bisschen Mercedes loben. Also erstmal die Geschichte. SLK, die Kundin hat den Wagen bei uns abgegeben mit einem Motorschaden. Der Motorschaden, da ist die Kette übergesprungen, also alles kaputt gesammelt. Und Adnan hat gesagt, oh, ich möchte immer so ein Auto haben. Und der Adnan, mega geil ist in Reparatur von Motoren, hat er gesagt, ich baue das Ding neu auf. Ausgebaut, hat alles zerlegt, fertig gemacht. Und so, das ist ein Baujahr, 2006 und hat noch 220.000 Kilometer ungefähr gelaufen. So, dann haben wir den Wagen fertig gehabt, alles gut.
Wagen läuft. Und dann hat er den hier zu unserem TÜV-Prüfer gegeben und gesagt, bitte schau den Wagen durch und mach mir die Kiste, gib mir einen Stempel. So, und er guckt den Wagen durch und sagt, erheblicher Mangel. Müsst ihr euch vorstellen, Baujahr 2006, da rostet die Hinterachse durch. Guckt euch mal die Bilder an. So, komplett durchgerostet. Und da sagt er, kann ja nicht sein, das ist ein SL und das ist ein Mercedes und dann selbst 2006er Baujahr, ist zwar alt, aber es kann doch nicht sein, dass so ein Ding zusammen, also durchrostet. Da haben wir uns mit Mercedes in Verbindung gesetzt. Und das ist nicht nur, weil wir die Autodoktoren sind, sondern das ist einfach Standard. Mercedes sagt, ja, da gibt es eine technische Information drüber. Das wird immer höher hier. So, und jetzt gehen wir eins tiefer. Da gibt's. Wir setzen das instand kostenlos. Wie? Ja, kostenlos. Da haben wir den Wagen zum Mercedes gebracht. Und schaut euch das mal an. Komplett neue Hinterachse. Ja, größer. Alles komplett neu. Das ganze Teil. Der ganze Träger war ja durchgerostet. Könnt ihr auch an den Bildern sehen. Ich hab die Bilder noch hier drauf. Meine genau die Stelle, wo es so mega durchgerostet war. So. Robin! Jupp, weiter! Ah, warte, wo ist das Bild? Da, da ist das Bild. Oh. Muss man die richtige Optik hier kriegen. Da ist die Schweißnaht. Adnan! Wo ist die Stelle, wo es durchgerostet war? Kann das hier auf dem Bild jetzt so schlecht sehen? Das war hier. Ah, da an die Ecke. Ah, okay. Ja, da. Und da haben die den jetzt auch richtig eingewachsen an diesen Stellen. Ja, das war genau die Ecke. Da. Ja. Da war die durch. Die Interaktion. Da an der Stelle. Ja. Mega. Absolut mega. Mercedes sagt, kein Problem, machen wir neu. Das finde ich mal, dass man wirklich auch Qualität Wert legt und sagt, wir zahlen das, kriegst alles neu, hat nichts dafür bezahlt. Innerhalb der Aktion sei die Uhr, gibt es noch eine technische Information, der Airbag muss getauscht werden, der Fahrer-Airbag. Haben Sie noch einen neuen Fahrer-Airbag eingebaut? Mercedes, Daumen hoch. Und ich sage, großartige Arbeit, großartig gemacht. Ja, alles eingewachst. Richtig geil. Und dann hast du die Kaderwelle losgemacht? Warte, ich fang nochmal neu an. Großartige Arbeit von Mercedes Aktiengesellschaft, dass sie das machen. Und nicht so großartige Arbeit von der Werkstatt, die das repariert. Guck das an, die sind alle los. Sind die ganzen Schrauben los. Ganze hinter. Junge. Ja, also das sind hier. Selbstsichernde Schrauben. Und die sind nicht festgemacht worden. Okay. Jo, ich könnte kotzen. Aber jetzt stell dir mal vor, jetzt fährst du mit dem Wagen, denkst, ist ja alles geil. Wie geile Scheiße. Die haben auch schon richtig daran gearbeitet. Guck mal, kann sehen. Da, weil die sich schon da innen drin gedreht haben, ist das Gewinde schon kaputt an den Stellen, weil die sich gedreht haben. Und hier oben ist ja das selbstsichere Gewinde. So, pass auf, ich zeige euch das mal.
Nicht, dass irgendjemand sagt, hier hat irgendjemand, ihr habt die losgeschraubt oder irgendwas, weil das ist ja total irre. Wir gucken, wir gehen mal an den Schraubstock und dann sieht man mal, wenn die Schraube festgezogen war, weil die war noch nie festgezogen, die Schraube, noch nie. Wenn man den Unterschied sieht. Komm, wir gehen mal rüber zum Schraubstock. So, hier sieht man, ne, die Schraube hat da drin gearbeitet, weil die hat sich gedreht, weil die einfach locker war, während der Fahrt hier rüber vom Mercedes hier rum. So, das ist jetzt hier eine Schraube. Man sieht, hier oben hat überhaupt gar nichts, die Selbstsicherung hat da oben überhaupt gar nicht gepackt. Jetzt schrauben wir die mal fest. Die Schraube, das mache ich jetzt wirklich nur, man sieht, dass wir da hier nichts getürkt haben. Ich weiß ja, wie es dann läuft. Dann wird dann gesagt, ihr habt die losgeschraubt. Nee, haben wir nicht. So. So wird die Schraube jetzt fest. Ne? So, dann sieht man, jetzt schraube ich die nochmal ab. Also wenn die schon mal angezogen gewesen wäre. So sieht eine Schraube aus, die angezogen ist. Sieht man oben, dass der Lack ab ist. So, und so sieht die Schraube aus. Die waren noch nie fest. Ja, lecker mio. Schrauben los. Kardanwelle. Komplett los. Ja. War noch nie festgezogen. Einfach nur eingesetzt. Wenn du mit gefahren wärst, wäre die Kardanwelle fliegen gegangen, wäre unten drunter reingeschlagen. Okay, er hätte natürlich jetzt vorher aufgehört zu fahren, weil das fängt irgendwann an zu klackern und dann fängt irgendwann an zu schlagen, weil die Kardanwelle hier noch an einer Schraube fest ist. Ja, vielen Dank, Mercedes. Also, an die Mercedes AG, geile Nummer, dass ihr so kulant seid an die Werkstatt. Nicht so gute Arbeit, aber auch das kann passieren. Darf nicht passieren. Bei uns kann sowas auch passieren. Ja, eigentlich nicht. Darf aber nicht passieren. Eigentlich passiert sowas nicht. Weil wenn das dann überprüft wird, ich meine, wenn so ein Auto dann abgenommen wird, dann guckt man nochmal drunter, hebt den Wagen hoch, schaut, ist alles fest. Wir werden jetzt hier auf jeden Fall nochmal alles überprüfen. Und gucken, ob hier alles fest ist. Ja, wir prüfen hier nochmal alle Schrauben nach. Das kann passieren. Ich bin jetzt einfach nur ein bisschen entsetzt darüber. Ich meine, Mercedes hat da ganz oben ihre Qualitätsmanagement und dann passiert sowas. Ja, wir prüfen nochmal alle Schrauben nach und dann werden wir denen eine Rückmeldung geben. Gut, ihr Lieben. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich aufs nächste Video und toi, toi, toi. Und die Uhr, die versteigern wir und bietet da richtig drauf. Aber wir machen da nochmal ein extra Ding draus. Ja? Bis dann. Tschüss.